Wir reden jetzt über einen Imker im Kreis Barnim, hier in Oberlin, in der Nähe von Berlin. Der Imker Sebastian Seusing hat dieses Jahr 4000 Kilo Honig geerntet. Der Honig ist untersucht worden und es war so viel Glück und Saatrückstand drin, dass das Sondermüll geworden ist. Honig, der Sondermüll geworden ist, wegen Glyphosat. Hallo. Sebastian Seusing, schön, dass du hier bist. Danke. Hallo, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ich bin gerührt und ich bin berührt durch die Welle an Empathie und Unterstützung, die auf uns zugerollt kam in der letzten Woche, seit dieser Protestaktion, die wir am Mittwoch gemacht haben. Danke an euch alle, die daran beteiligt waren. Das war wirklich klasse von euch allen. Ja, und das hat irgendwie auch diese ganze Wut und Trauer, die wir dieses ganze letzte Jahr mit uns herumgetragen haben, irgendwie fast schon wieder wettgemacht. Das war wirklich richtig, richtig cool. Die meisten von euch werden von unserer Geschichte schon erfahren haben. Also wir mussten 4 Tonnen Honig als Sondermüll entsorgen. Die Entsorgung steht jetzt nächste Woche an. Das ist bitter. Ja. Und was wir als eine bodenlose Frechheit angesehen haben oder immer noch ansehen, ist, dass ein Vertreter des Bundeslandwirtschaftsministeriums das als einen Einzelfall dargestellt hat. Er nannte dies wirklich einen Einzelfall. Und das, liebe Leute, das kann gar nicht sein. Das kann allerhöchstens ein Zweinzelfall sein. Denn wir hatten 2 Fälle. Einen Fall, den haben wir im April festgestellt. Da wurde ein riesengroßer Luzerneschlag, wirklich das pralle Leben, durch einen großindustriellen Agrarbetrieb vernichtet. Dieser Bestand war über und über besät mit gelben, schönen Löwenzahnblüten und tausenden von Insekten, also nicht nur Bienen, die dort herumschwirrten. Das war wirklich zum Kotzen. Der 2. Fall war dann eine Sekretion, also ein Totspritzen von Getreide vor der Ernte. Es war ein kleiner, mini-kleiner Betrieb wahrscheinlich. Ganz sicher sind wir uns da noch nicht. Also es sind verschiedene Betriebe, die so etwas tun. Nicht nur immer die allergrößten, aber einer von diesen war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Betrieb. Was wir fordern von der Politik ist ein komplettes Verbot aller Pestizide auf blühende Pflanzen. Und wir fordern außerdem von euch allen, dass ihr mithelft, dass ihr euch dafür einsetzt, dass Glyphosat nie wieder zugelassen wird. Und ich gebe euch dazu ein Stichwort, und das ist Glyphosat Renewal Group. Googelt das mal. Nur so, also es macht keinen Spaß, aber macht es trotzdem. Okay? Ich bin froh, dass wir haben Saatbewegung, uns noch nicht zersplittern lassen haben. Denn wir sind Verbraucher und Verbraucherinnen, Bäuerinnen und Bäuerinnen und Bauern, gemeinsam. So soll das auch bleiben. Wir kämpfen für ein Europa, für ein sauberes Europa. Ohne Ackergifte und ohne Gentechnik. Und Julia Klöckners Parteischwester Ursula von der Lobby, die hat unter Umständen arges vor mit uns. Und da sollten wir aufpassen. Ich wünsche uns, dass wir alle aufpassen, dass das nicht kommt. Die neue Gentechnik, kein Schlupfloch für Gentechnik nach Good Old Europe. Ich
Ich hätte da noch eine kleine Quizfrage für euch. Also, als ich neulich in der Nacht vor unserer Aktion und vor meinem Radio 1 Interview um 6.30 Uhr so wach lag, da habe ich drüber nachgedacht, warum will Julia Klöckner nicht kommen? Warum hat sie sich schon wieder entschuldigt? Und ich dachte, was wird das sein? Vielleicht so eine Bayer-Krisensitzung, keine Ahnung, nee, glaube ich nicht. Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich musste sie zu ihrem Pferd in den Stall. Und bei dem Gedanken wurde mir auch schon wieder warm ums Herz irgendwie. Ich dachte, Julia, du hast auch ein Herz für Tiere. Und das tat gut. Und dann kam mir weiteres in den Sinn und ich fragte mich, mit was füttert Julia Klöckner ihr Pferd? Ist das Biofutter oder ist das konventionelles Futter? Was meint ihr? Also, Zuschriften zu dem Thema an das Wir am Saatbüro. Vielleicht habt ihr dazu eine Meinung. Ich habe da einen Verdacht, aber ich weiß auch nicht. Alles Gute euch und habt eine schöne Demo. Sebastian Neuling, herzlichen Dank.